Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Ans Gerüst. Dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Zurück, Jess. So. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Der Sturm oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. Wir müssen erstmal... Ja, so. Hä? Fortsetzen. So, jetzt wieder ein Unterschieben. Jetzt drehen. Noch ein runterschieben. Drehen. Und die beiden drauf. Aha, es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Und du? Was kann man denn hier machen? Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Das sieht doch ganz gut aus da. Hau weg das Ding. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Okay, öffnen. Die Türen sind verschlossen. Ich hab das war ja klar. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Aber ich dachte, ich schlägst die Scheiben ein. Einschlagen kann. Da. Damit sollte ich reinkommen. Nein. Mist. Nochmal. Damit sollte ich reinkommen. Zielen und Feuer. Bam. Super. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Toll, wozu habe ich denn dann jetzt die scheiß Scheibe eingeschlagen? Vielleicht benutzen. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor?
Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Ja, ich habe einen Plan. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super. Also. Okay, schon mal einer. Jetzt nur noch den. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool! Okay, komm zurück. Oh oh. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Damit können wir was anfangen, oder? An dir selbst. Vielleicht kannst du ihn an der Ladeschiene einhaken. Aber wenn wir die Schiene beschädigen, dann kommen wir nie nach unten. Ja, tut mir leid, Leute, aber... Anfangen, oder? Das muss ich jetzt probieren. Ja, ich kann dich einfach dranhängen und verhungern lassen. Mach dich an die Arbeit. Oh, schade. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Das ist ja... Nee. So? Keinen Platz für den Wagen. Oh, falsches. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Verdammt, was ist denn jetzt los? Ah. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Ja, der gelbe Knopf da, Mann. Ist doch klar. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schiene. Jetzt auch noch in der richtigen Reihenfolge. Oh. Ist das denn die richtige? Eins. Einer muss auf jeden Fall runter. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Ah ja, dreh das Kackding da mal. So, dann muss der runter. Wir brauchen drei Wagen auf der Schiene. Einen Vorder-, einen Mittel- und einen Hinterwagen. In dieser Reihenfolge. Wir arbeiten dran, Dad. Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Okay, also... Ist da irgendwas falsch? Dann machen wir das am besten. So, einen runter. Ah, das sind die zwei. Alles klar. Drehen wir das Ding.
Dann nehmen wir den auch runter. Drehen. Nochmal drehen. Jetzt den drauf. Nochmal drehen. Und die 3 drauf. Und dann hätten wir das. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. So, jetzt kann der das Ding da starten. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Okay, Leute. Ja, jetzt erstmal Schluss hier. Und ich denke mal so morgen oder also auf jeden Fall am Wochenende, denke ich mal, kommen die nächsten Parts. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr abonnieren. Wenn nicht, dann nicht. Ja, danke fürs Zuschauen.